Guten Tag, grüße miteinander. Im Namen der Open Data Initiative von CH Open heiße ich Sie ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung. Und zur Eröffnung gebe ich das Wort sogleich an Nationalrätin Edith Graf-Litsche. Sie ist die Co-Präsidentin der parlamentarischen Gruppe Digitale Nachhaltigkeit. Edith, bitte. Besten Dank, André. Sehr geehrte Damen und Herren, es freut meinen Kollegen Christian Wasserfallen und mich sehr, dass Sie so zahlreich hier ins Bundesarchiv gekommen sind. Als wir die Tagung begonnen haben zu organisieren, haben wir so gedacht, ja, vielleicht 20, 30 Leute kommen, und jetzt sind wir total überwältigt vom großen Interesse. Und ich freue mich sehr, Sie heute alle hier im Namen der parlamentarischen Gruppe Digitale Nachhaltigkeit begrüßen zu dürfen. Wir dürfen Gäste begrüßen, Kaderleute aus der Bundesverwaltung, aus Kantonen, aus Gemeinden, aber auch aus der Forschung und Medienvertreter und Vertreterinnen. Sie alle, seien Sie ganz herzlich willkommen. Wir wissen, Daten für Regierungen und öffentliche Verwaltungen, die spielen eine wichtige Rolle. Nicht erst seit heute oder seit gestern, nein, bereits 1850 hat bei uns in der Schweiz ja die erste Volkszählung stattgefunden, und da begann natürlich auch die Erfassung von Daten. Das heutige Bundesamt für Statistik existiert ja bereits seit 1860. Ob im Finanzbereich, im Sozialbereich, in der Infrastruktur oder in der Bildung, Daten systematisch zu sammeln, auszuwerten, ist ein ganz zentraler Punkt für die Arbeit in kantonaler, kommunaler, aber auch auf Bundesebene. Mit dem Einzug der digitalen Informations- und Kommunikationstechnologien im letzten Jahrzehnt ist die Datenverwaltung noch in andere Dimensionen gekommen. Die öffentliche Hand steht nun vor der Frage, einerseits den Missbrauch zu schützen von personenbezogenen Daten. Dazu wurde ja bei uns in der Schweiz 1993 das Datenschutzgesetz geschaffen. Und nächste Woche können wir den 5. Geburtstag feiern des Bundesgesetzes über das Öffentlichkeitsprinzip in der Verwaltung, BGÖ kurz genannt. Ja, meine Damen und Herren, gibt es jetzt nächste Woche etwas zu feiern, den 5. Geburtstag? Oder sagen wir, ja, also in der Schweiz herrscht immer noch Geheimniskrämerei. Wir sind intransparent und da besteht wirklich Handlungsbedarf. Wir haben wohl ein Gesetz, aber das ist zum Papiertiger verkommen. Wir haben Sie hier eingeladen heute, um genau diese Thematik mit Ihnen zu diskutieren. Wo stehen wir in der Schweiz bezüglich dem Öffentlichkeitsprinzip? Läuft alles rund oder besteht großer Handlungsbedarf? Dazu haben wir auch ein Manifest erstellt, welches Ihnen im Laufe des Tages vorgestellt wird. Wir, die parlamentarische Gruppe Digitale Nachhaltigkeit, möchten Sie darin unterstützen, auf Bundesebene, kantonal, kommunal, mit der Forschung zusammen Lösungen für die Schweiz, für die Bevölkerung zu finden, um die Daten, die wirklich schützenswert sind, zu schützen und auf der anderen Seite aber auch der Öffentlichkeit diejenigen Daten zugänglich zu machen, wo die Leute ein Anrecht dazu haben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen ganz spannenden Tag und freue mich auf viele Begegnungen mit Ihnen. Besten Dank. Vielen Dank, Edith. Ich gebe das Wort gleich weiter an Andreas Kellerhals, ist der Direktor des Schweizerischen Bundesarchivs und hier heute unser Gastgeber. Herzlich willkommen im Schweizerischen Bundesarchiv. Bienvenue aux Archives Fédérales, welcome to the Federal Archives. Es ist mir ein Vergnügen und auch etwas eine Ausnahmesituation, dass wir hier so viele Leute begrüßen können. Ich möchte vor allem den Mitorganisatorinnen und Organisatoren sowie den Sponsoren danken. Einerseits, dass sie überhaupt diese Tagung angeregt haben, dass sie an uns als Austragungsort gedacht haben und dass sie uns bei der Durchführung jetzt auch tatkräftig unterstützen. Dass die parlamentarische Gruppe Digitale Nachhaltigkeit diese Initiative gestartet hat, kommt uns sehr gelegen.
Das Bundesgesetz über die Archivierung statuiert ja seit 1998 ein Recht für jedermann auf freien Archivzugang. Das ist noch nicht gerade Open Government Data, aber doch ein Schritt in diese Richtung. Darauf habe ich aber anschließend die Gelegenheit zurückzukommen. Ich wünsche Ihnen einen spannenden Tag, viel interessanten Input. Ich hoffe auf angeregte Diskussionen am Nachmittag. Genießen Sie es. Danke. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich möchte auch mich noch kurz vorstellen. Matthias Stürmer, mein Name. Ich bin bei Ernst & Young als Senior Advisor tätig und heute Mitorganisator, Touchmeister dieser Veranstaltung. Es freut mich sehr, auch Sie im Namen von Ernst & Young zu begrüßen. Wir sind eine Firma, die typischerweise nicht für Technologie oder Open Data steht, aber werden das in Zukunft sicher noch vermehrt tun. Somit, andere? Hannes? Eine weitere Begrüßung. Mein Name ist Hannes Gassert. Nach den Beratern hier die Begrüßung von den Technologen. Ohne Krawatte, dafür mit dreifachem Hut von CH Open, von der Firma Leap, die auch hier zu den Sponsoren gehört, für agile Webentwicklung steht und eben zu den Leuten, die diese Daten dann auch anfassen werden und wollen. Und drittens für meine eigene neue Initiative als Spieleentwickler und auch für diese kreative Branche kann ich Ihnen sagen, wir brennen auf diese Daten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen sehr, sehr schönen Tag. Diejenigen, die sich für den Technologie-Workshop eingetragen haben, können mit mir dann auch den Nachmittag noch verbringen. Viel Spaß! Vielen Dank, Matthias und Hannes. Mit Ihnen zusammen habe ich diese Veranstaltung organisiert und vorbereitet. Ohne Ihre Unterstützung und vor allem auch Ihre Firmen, also Ernst & Young und Leap, wäre das nicht gegangen. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken bei der Parlamentarischen Gruppe Digitale Nachhaltigkeit. Edika Flitscher haben Sie schon gehört. Hier anwesend ist auch Christian Wasserfallen, Nationalrat. Und Kathi Ricklin wird, glaube ich, dann noch irgendwann im Laufe des Tages eintreffen. Es ist Wahlkampf, Wahljahr, es ist Wahlkampf, doch, der hat schon begonnen, oder? Und ich erlaube mir doch die Bemerkung, oder? Diese parlamentarische Gruppe setzt sich eben unter anderem auch für den offenen Zugang zu Behördendaten ein, hat verschiedene parlamentarische Vorstöße bereits lanciert, die sind zum Teil schon beantwortet, zum Teil sind sie pendent. Ich erlaube mir doch folgende Bemerkung, wenn Ihnen an diesem Anliegen auch etwas liegt, das am offenen Zugang zu Behördendaten und auch am vermehrten Einsatz von Open-Source-Software, dann sollten Sie eigentlich diesen Politikern, ich sage sie nochmal namentlich, Edi Graf-Litscher, kandidiert im Kanton Thurgau für den Ständerat, Christian Wasserfallen, kandidiert auch für den Ständerat im Kanton Bern und Kathi Ricklin, da sind wir nicht ganz sicher, zumindest für den Nationalrat ganz Zürich, dann dürfen Sie denen Ihre Stimme geben. So viel Wahlkampf und Wahlpropaganda darf sein. Vielen Dank. Dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Andreas Keller. Sie haben ihn vorhin gehört, Sie werden noch mal hören. Das ist nicht unbedingt selbstverständlich, dass wir diese Tagung hier machen. Und ich bin sehr glücklich, ich stamme noch aus einer Generation, die in den 60er und 70er Jahren groß geworden ist, zum Teil politisch aktiv war. Und da war eigentlich das Wort Archiv und offen quasi ein Widerspruch in sich selbst. Und dass das eigentlich wirklich sich geändert hat, sich ändert, oder das habe ich in mehreren Jahren jetzt Zusammenarbeit auch mit Herrn Kellerhals erfahren. Und von daher ist es dann eben doch logisch, dass die Veranstaltung hier stattfindet. Und ich möchte auch dem ganzen Team von BAR, das hier geholfen hat, die Infrastruktur zur Verfügung stehen, danken und möchte auch erwähnen, dass Sie nicht nur Gastgeber sind mit den Räumlichkeiten, sondern uns auch noch bewirten. Vielen Dank. Dann möchte ich noch kurz erwähnen, die Schweizer Informatikgesellschaft, die diese Veranstaltung unterstützt, und die Firma Netcetera. Sie wird dafür sorgen, dass wir am Schluss der Veranstaltung, also am Abend, dann noch bei einem Apero Gelegenheit haben, Gedanken auszutauschen und Pläne zu schmieden. Mich selber habe ich noch gar nicht vorgestellt, das möchte ich jetzt kurz nachholen. Mein Name ist André Gollier, ich bin von der Firma Itopia.
und mir selber zu danken, das widersteht mir, aber ich möchte meinen Partnern und Arbeitskollegen der Firma danken für das Vertrauen und die Geduld, die sie aufgebracht haben, für die Zeit, die ich investiert habe in die Vorbereitung dieser Veranstaltung und in den Aufbau dieser Initiative. Ohne das wäre es nicht gegangen. Ganz herzlichen Dank. Wer wir sind, vielleicht die einen oder anderen kennen uns noch nicht. Wir sind eine kleine Informatikberatungsfirma zu Hause in Zürich im Technopark und wir kommen gerne zum Einsatz, wenn es etwas schwieriger wird in Informatikprojekten, wenn es darum geht, Risiken in den Griff zu bekommen, den Überblick zu behalten, und ganz gerne helfen wir unseren Kunden auch, ihre Visionen zu entwickeln und dann vor allem umzusetzen, eben wie zum Beispiel jetzt Open Government Data. Und wenn wir so Visionen haben oder unsere Kunden, dann gehen wir nicht zum Arzt, sondern dann sprechen wir unter anderem mit unserem Grafiker und erzählen davon, er ist kein Informatiker, schüttelt dann jeweils den Kopf und setzt das Ganze in eine Grafik um. Und kürzlich haben wir mit ihm auch über Open Government Data gesprochen und was dabei herausgekommen ist, das möchte ich Ihnen hier zeigen. Das ist also die Vision unseres Grafikers für Open Government Data, zumindest in Bern. Und wenn Ihnen das gefallen sollte, also das gibt es als Postkarte, dann sagen Sie uns das oder geben Sie uns Ihr Kärtchen oder schreiben Sie uns eine E-Mail und dann schicken wir Ihnen das gerne zu. So, genug der Einführungen und selbstfremd quasi Propaganda. Ich komme zu ein paar Bemerkungen zur Veranstaltung. Ganz zuerst bitte ich Sie um Verständnis und auch Entschuldigung, vor allem jetzt auch die, die nicht gerade hier sitzen, sondern im anderen Raum. Graf Litscher hat es bereits eingangs erwähnt, wir wurden von den Anmeldungen völlig eigentlich überrascht und überrumpelt. Wir wollten aber eine Veranstaltung mit dem Label Open nicht als geschlossene Sitzung durchführen und deshalb haben wir uns entschlossen, das eben so aufzuteilen. Die Teilnehmerinnen, die jetzt das als Videoübertragung miterleben, die bitte ich da um Verständnis und Verständnis für diese Situation. Sie haben auch bereits gemerkt, oder, das ist nicht eine Hochglanz-Präsentationsveranstaltung oder Konferenz. Und es ist auch nicht eine Networking-Party, obwohl man hier natürlich sehr gut networken kann, sondern es ist eigentlich eine Arbeitskonferenz. Wir arbeiten hier zusammen, wir haben das gemeinsame Interesse an einem Thema entdeckt und versuchen uns ein Bild davon zu machen. Das Ziel ist, bis zum Abend besser zu verstehen, warum es da geht, was die Chancen sind, aber auch die Herausforderungen und die Risiken im Zusammenhang mit Open Government Data. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir heute am Ende des Tages viele Anregungen bekommen haben und Ideen für zukünftige Schritte und Projekte. Danke. Bis dahin liegt einige Arbeit vor uns. Am Morgen bekommen Sie eine geballte Ladung Informationen. Wir haben uns dafür entschieden, eigentlich nicht zwei, drei wenige längere Vorträge Ihnen zu präsentieren, sondern einen ganzen Strauß von eben relativ kurzen Präsentationen. Ich bitte Sie auch da um Verständnis. Einerseits die Referenten, die sich an Redezeiten irgendwie halten sollten und dass auch für Fragen nur kurz Zeit besteht. Es besteht dann anschließend in den Pausen, beim Lunch und in den Workshops, vor allem am Nachmittag, die Möglichkeit, sich auszutauschen und die Referenten zu befragen.